Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir gedacht, dass ich in unregelmäßigen Zeitabständen mal kurze Videos hier noch einstreue zu aktuellen Themen und also aktuelle Themen den Klimaschutz betreffend. Und ein aktuelles Thema, was mir gerade etwas auf den Nägeln brennt, ist, dass in den letzten Tagen Meldungen rumgegangen sind, die von dem Vorsitzenden einer gewissen Partei lanciert wurden, dass jetzt die rot-grüne Klimalüge entlarvt sei, weil im Rahmen der Covid-Lockdowns, also der globalen Covid-Lockdowns, der CO2-Gehalt der Atmosphäre nicht sinkt. Und dazu wollte ich doch mal Stellung nehmen. Und wir gucken uns dazu einfach mal auch ein bisschen die Literatur an. Und ich habe das hier vorbereitet. Das hier ist die Seite der NOAA, die die Messungen am Mauna Loa durchführt. Und ihr wisst aus meiner Vorlesung, es gibt noch andere Messstationen. Aber wir sehen immer denselben Trend hier. Wir sehen ein jährliches Wechseln des Emissionspatterns von CO2, was durch die große Biomasse auf der Nordhalbkugel verursacht wird, sodass im Frühling auf der Nordhalbkugel, wenn Biomasse aufgebaut wird, der CO2-Gehalt sinkt, um dann im Herbst wieder anzusteigen. Diese Variation ist aber natürlich ein kontinuierlicher Trend überlagert und das ist der Anstieg der CO2-Konzentration aufgrund menschlicher Aktivitäten. Und wir sind im Moment bei 416,2 ppm im April 2020 angekommen. Das sind etwa 3 ppm mehr, als wir vor einem Jahr hatten, 2019. Da wir jetzt genau gleiche Monate vergleichen, kann man davon ausgehen, dass dieser Anstieg in etwa der Anstieg ist, der in diesem einen Jahr durch menschliche Aktivität zustande gekommen ist. So, und jetzt hat der Stefan Rahmstorf dankenswerterweise diese Grafik hier gemacht, die habe ich hier mal abgebildet. Das hier ist genau der Ausschnitt aus dem Bild der NOAA, was ich euch gezeigt habe. Und hier haben wir mal zwei ja, Weiterentwicklungen der Emissionskurven. Einmal die Vorhersage für 2020 und dann eine Vorhersage, die den Lockdown jetzt beinhaltet. Und wir sehen hier eine leichte Reduktion. Und ja, Stefan Rahmstorf hat so zusammengefasst, wenn man eine Badewanne volllaufen lässt und reduziert den Hahn, also den Zulauf um ein paar Prozent, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Badewanne, wenn der Wasserstand in der Badewanne weiter steigt. Und dieses weitere Ansteigen ist natürlich dadurch gegeben, dass wir weiterhin Treibhausgase emittieren. Ja, der Gehalt in der Atmosphäre nimmt natürlich jetzt nicht ab, dadurch, dass wir weniger emittieren. Und die Frage ist, wie viel weniger emittieren wir denn eigentlich? Und dazu habe ich mal diesen neuen Artikel vom 20. Mai aus der Nature zugrunde gelegt. Da ist es ein bisschen analysiert. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das im Einzelnen heißt. So, hier haben wir zwischen 2000 und 2020 jetzt die Emissionen in Millionen Tonnen CO2, und zwar die täglichen Emissionen. Und was wir sehen, ist hier am Anfang des Jahres dieser dramatische Abfall der Emissionen. Wenn wir das aber mal hier rüber projizieren, dann sehen wir, dass wir ungefähr bei den Emissionen des Jahres 2006 rauskommen. Das heißt, so viel weniger ist es gar nicht. Das ist ungefähr die Menge, die wir täglich in 2006 auch emittiert haben. Und diese leicht hellrote Kurve hier ist das Beunruhigende. Die Projektion in die Zukunft zeigt natürlich, dass sobald die Restriktionen wegen Covid vorbei sind, dass wir hier wahrscheinlich wieder den alten Stand der täglichen Emissionen erreichen werden. Das fand ich jetzt nicht so interessant, aber die nächste Grafik, die zeigt, wie tatsächlich der CO2-Gehalt, beziehungsweise, Entschuldigung, die CO2-Emissionen täglich runtergehen zwischen dem Jahr 2019 und 2020 ab dem Lockdown in China. Und wir sehen, wie die beiden Kurven hier immer wieder auseinander laufen.
Und wir in etwa, wenn wir das jetzt mal auf dieser Skala gucken, zwischen 20, also zwischen 10 und 20 Millionen Tonnen täglich weniger an Emissionen haben. Das ist weniger, als man vermuten würde. Warum ist diese Reduktion eigentlich kleiner, als man denkt? Wenn wir hier nochmal reingucken, also in China haben wir in den ersten 4 Monaten 2020 3,2 Millionen Tonnen CO2 emittiert, nee, Entschuldigung, 3,2 Billionen Tonnen CO2 emittiert und im Vergleich zu 3,5 in den ersten 4 Monaten 2019. Und wenn man das mal so global jetzt über die ganzen Gegenden, also Vereinigte Staaten, Europa, Indien, Russland, aufsummiert, dann haben wir 8%, also in etwa 10% Reduktion. Andere Quellen sprechen von 20%. Trotzdem ist es natürlich viel weniger, als wir fühlen. Ja, also unsere Mobilität ist eingeschränkt. Wir sehen, auf den Straßen ist sehr viel weniger Verkehr. Warum führt es trotzdem zu relativ geringen Abnahmen der Emissionsmengen? Ja, ich habe ja schon erwähnt, eine Abnahme der Konzentration in der Atmosphäre können wir gar nicht erwarten, aber warum ist auch die Emissionsabnahme so gering? Und dazu lohnt es sich, das mal nach einzelnen Sektoren aufzuteilen. Also das ist die globale Aufteilung. Und da sehen wir, im ganzen Jahr ist die CO2-Emission durch Elektrizität, also Power ist hier Elektrizität, hier, und hier ist die Skala, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, das sind auch wieder Megatonnen Kohlendioxid geringer. Aber wir sehen hier keinen Trend. Das heißt, aus der Elektrizitätserzeugung haben wir insgesamt schon etwas geringere Emissionen gehabt und das hat sich einfach so gehalten. Ganz anders sieht es aus beim Ground Transport, also öffentlicher oder Verkehr. Da haben wir am Anfang des Jahres ungefähr gleiche Emissionen gehabt wie letztes Jahr, um dann hier dramatisch mit dem Lockdown abzufallen. Ja, also hier haben wir den größten Effekt. Die Industrie, obwohl die Produktion eingeschränkt wurde, ist praktisch auf demselben Stand geblieben. Wir haben den leichten Anstieg bei Residential, also das sind die Wohnungen. Und ihr wisst alle, wenn ihr zu Hause seid im Lockdown und ihr nutzt jetzt das Online-Semester, dann verbraucht ihr natürlich deutlich mehr Strom. Das wird dieser Anstieg hier hinten sein. Und den weiteren Abfall haben wir hier beim Flugverkehr, der auch genauso dramatisch einsetzt. Aber das heißt, ganz wichtige Sektoren, nämlich die Industrie und die Elektrizitätserzeugung, haben gar keinen großen Effekt gehabt durch den Lockdown. Und das erklärt, warum der Effekt auf die Emissionen gar nicht so groß ist, wie er für uns gefühlt ist. Weil natürlich gefühlt, wir sehen im Fernsehen die Bilder von Flugzeugen, die auf dem Boden stehen. Das ist dieser Anteil, aber wir sehen, der ist nicht groß. Und wir sehen und fühlen natürlich jeden Tag die Einschränkungen aufgrund des Verkehrs. Und hier haben wir tatsächlich den größten Effekt, aber gemessen an den Gesamtemissionen ist das halt einfach doch nicht so viel. Und die Schlussfolgerung, die man daraus einfach ziehen kann, ist, so ein Lockdown bringt für das Klima gar nichts, weil, jetzt gehe ich wieder an den Anfang des Artikels zurück, mit größter Wahrscheinlichkeit werden wir nach Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen wieder genau hier oben landen. Und deswegen will ich auch nochmal ganz kurz diesen Einbruch hier. Das war die Wirtschaftskrise 2009, 2010. Ja, und nach diesem Abfall hier, der nicht so scharf ausfiel wie jetzt aufgrund von Covid, sind wir jetzt sofort wieder im Folgejahr auf dem alten Stand gewesen.